Anlässlich des einjährigen Jubiläums des Pannonia Tower Hotel Barndorf darf sich General Manager Stefan Stumpf über jede Menge prominenter Gratulanten freuen. Gefeiert wird nicht nur das einjährige Bestehen, sondern auch das neue Konzept des Hotels. Wir sind ein Seminar- und Konferenzhotel, das ist sicher unsere große Stärke. Wir wollen aber jetzt wirklich zeigen, dass wir mehr können. Dass wir gerade im Thema Wein super Kompetenz haben. Wir haben es heute geschaffen, dass wir fast 30 Winzer da haben von unserer neuen Weinkarte, wo 53 auf der Karte sind. Im Mittelpunkt dieses besonderen Abends stand nicht nur der Wein, sondern auch seine Winzer. Mit der Schlussszene von Hamlet begeistern sie mehr als 300 geladene Gäste. Der König sagt, was sagt der König? Was sagt der König? Lasst die Rapiere. Lasst die Rapiere uns bringen. Dann haben Sie den Text nicht gelernt. Herr Regisseur, ich kann den Text schon. Ja, Herr Hillinger, Sie spielen auch die Königin, die kaum Text hat. Gut, dann machen wir weiter. Gut. Die Lieblingsszene ist die, grundsätzlich, dass einmal drei Weinbauern auf einem Halb versuchen, Theater zu spielen. Das ist das schon ein Theater. Muss man mal vorstellen. Dann, aber es ist ganz gut, der Regisseur hat das gut im Griff. Die Szene, die ist meine wichtigste, wo er sagt, ja, es ist wurscht, ob man Cola oder irgendwas anderes trinkt. Und ich habe eine Frage, Herr Regisseur. Ja, Herr Hillinger, das beweist, dass Sie sich für das Stück interessieren. Das freut mich sehr. Bitte sehr. Die Königin, die trinkt ja einen Wein. Was für einen Wein wollen wir da trinken? Was für einen Wein wir trinken, das ist völlig egal, Herr Hillinger. Wir behaupten ja nur, dass in dem Glas Wein ist. Das ist völlig egal. Da geben wir Fanta rein oder eine Cola oder eine Apfelschorle. Völlig egal. Warten Sie. Das Ziel war, ein Stück zu finden aus der Weltliteratur, in dem Wein vorkommt. Ja, und da eignet sich natürlich Hamlet besonders gut, weil Wein am Ende des Stücks getrunken wird, der aber vergiftet ist. Ja. Das heißt, wir haben uns überlegt, welches Stück könnten wir verwenden, um die Kombination zu machen aus Kabarett und Wein, ja, so Theater und Wein. Und das war sozusagen die Idee dahinter. Wir haben das natürlich verblödelt. Ja. Wir haben Hamlet nicht so tragisch gespielt, wie es normalerweise gespielt wird, sondern wir haben einfach Gags eingebaut. Ja. Hamlet sozusagen verblödelt. Kommt anders, ja. Während des Kampfs, ja, mit dem vergifteten Degen, den Laertes bereithält, vertauschen Laertes und Hamlet die Schwerter, beide werden vergiftet und am Ende, bevor Hamlet stirbt, kann er noch den König umbringen. Das ist die Geschichte. Da habe ich schon mehr gelacht. Ja, da haben wir schon mehr gelacht, das ist auch eine Tragödie, Hellinger. So. Ich glaube, wenn ich diesen dänischen König töte mit dem Schwert, das wird meine Lieblingsszene sein. Der arme Basler Martin wird von mir getötet. Ich hoffe, seine Frau nimmt mir nicht so übel. Können wir uns halten? Ja, selbstverständlich. Danke. Jetzt kommt der Kampf Laertes und Hamlet. Ganz dramatisch, meine Herren, ganz dramatisch. Die spannendste Szene des ganzen Stücks. Da will ich Drama. Nee, das ist. Nee. Aber morgen kommt der Fechtlehrer. Ja, da haben Sie ein Heft zurück. Da können Sie das dann besser lernen. Vielen Dank. Ich bin 53 Jahre alt und bin ein gestandener Weinbauer. Warum soll ich nervös werden? Der Winzer ist im Prinzip ja so und so immer Darsteller. Ja? Unser ganzes Leben besteht ja darin, dass wir immer. Du bist das Weingut jetzt, es kommt vorhin, Weingut Bayer, ja. Hast am Tag 500 Kontakte und musst einfach mit jedem reden. Ja, im Prinzip ist dein ganzes Leben so und so eine Bühne. Meine Frage wäre gewesen, bitte sehr. Warum muss ich Hamlet sein und warum muss ich am Schluss sterben? Herr Peyer, in diesem Stück sterben alle. Die auch? Alle. Schön. Alle sterben. Super. So ist es, alle. Ach so, ja. Ja, Sie auch. Haben Sie das Stück eigentlich gelesen? Na ja, ein bisschen habe ich schon reingeschaut. Sie haben ein bisschen reingeschaut. Ja. Gut, meine Herren, um das Stück zu spielen, müssen Sie ja verstehen, worum es in dem Stück geht. Ich erkläre es Ihnen kurz, passen Sie auf, ich erkläre es kein zweites Mal. Also. Auf alle Fälle geht es da um zwei Könige, dann geht es also um den Schwager und die Schwester und den Laertes und zum Schluss sterben alle. Trotz des tragischen Endes zeigt sich das zahlreich erschienene Publikum größtenteils begeistert. Man muss wirklich sagen, Hut ab, weil erstmal, ich hätte mir es nicht getraut oder getraut, ja schon. Aber die haben ja, was ich gehört habe, haben sie nur ganz kurzfristig, da haben sie mal zusammengesessen, ich glaube sogar heute Nachmittag, ich weiß es nicht. Und das haben sie wirklich gut gemacht, das ist wirklich, wirklich toll. Ich glaube, so Leute wie Nirvarane oder der Viktor Gernot müssen keine Angst haben, sie brauchen sich nicht bedroht fühlen. Also der Leo und Konsorten werden jetzt nicht den Durchbruch schaffen als Kabarettisten, aber es war schon lustig. Hat eine gewisse Situationskomik gehabt. Ich meine, ich finde es ja lieb, ja, wenn man die Winzer mit einbezieht und es ist auch Paterphilosophie
und so weiter, aber das wäre ungefähr das Gleiche, wie wenn ich jetzt einen Stepp tanzen würde. Ja, das wird, glaube ich, auch auffallen. Kannst du nicht sagen? Nein, lieber nicht. Hör auf, hör auf, hör auf. Nein. Kein Kunstmann aus, bin ich ja nicht, sonst würde ich ja kein Künstler sein. Aber es ist einmal was Lustiges gewesen, es ist einmal was anderes gewesen. Und dass sich die Weinbauern zur Verfügung gestellt haben für dieses Stück, ist natürlich sehr mutig und hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Im Theatergeschäft haben die Winzer, glaube ich, weniger Zukunft. Ich glaube, die sollten sich wirklich noch auf die Weinverkostung, die Weinherstellung konzentrieren. Ich glaube, der Schmäh kommt dann eigentlich beim Weintrinken und weniger davor. Neben den besten Weinen wurden auch zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten aufgewartet. Und mit DJ Megablast feierte man in der Tower Lounge bis spät in die Nacht.